Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Ich mache wieder mal ein neues Video. Stehe hier gerade im Sonnenschein in Grömitz draußen. Meinen Tisch habe ich hier schon aufgebaut. Die Feuertonne kommt auch gleich dazu. Und wir machen heute ein Gyros-Burger, weil es ist Wochenende und es ist Burger-Time. Lass uns beginnen. Jetzt kommt mein Jingle und dann geht es los. Okay, lass uns starten. Als erstes brauchen wir natürlich Fleisch und das Fleisch müssen wir uns marinieren. Ich werde dafür jetzt erstmal hier mir eine Zwiebel nehmen, werde die aufschneiden, pellen. Dann werde ich sie so rüber klein schneiden. Einmal eine Hälfte kleine Teile, eine Hälfte für Ringe nachher, die ich für den Burger brauche. So, eine Hälfte Zwiebel habe ich jetzt hier noch liegen, die andere Hälfte habe ich gerade klein geschnitten. Die tue ich jetzt mal hier in meine Schüssel hinein. Und dann werde ich mein Fleisch nehmen. Normalerweise nimmt man da ja Nacken für. Ich habe meine Mutter aber einkaufen gehen lassen und die hat uns jetzt ein Schweinefilet mitgebracht. Das ist natürlich auch ganz geil. Ich werde da jetzt so Streifen draus basteln, wie wir die halt vom Gyros so gewohnt sind. So lang. Und die tun wir dann hier auch gleich noch mit in die Schale hinein. So, ich habe das jetzt hier alles in so Streifen geschnitten, so groß. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Kann man bestimmt gut sehen. Die tue ich jetzt hier mit rein. Viel zu viel, wie immer. Ist ja immer alles viel zu viel. So, das da jetzt schön drin. Dann tue ich da jetzt schön Olivenöl oben drauf. Das will hier nicht aufgehen. So. Viel hilft viel. Und dann habe ich mir einen Wrap besorgt, weil ich mal wieder faul bin. Aber es gibt ja ganz viele davon auf dem Markt so. Ich habe mir eins von einem Hamburger Start-up gekauft. Da ist halt alles drin, ne? Man kann natürlich auch losrennen und sich die ganzen Gewürze alle einzeln kaufen. Aber ganz ehrlich, das ist sowas von teuer. Es sei denn, man hat jetzt eine Küche, wo das alles vorhanden ist. Dann ist das natürlich alles kein Problem. Jetzt vermenge ich das hier alles so ein bisschen. Schön, das wie so ein Wrap, was überall hinkommt. Ich hatte ja neulich mal so ein Wrap benutzt von einer anderen Firma. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber so von dem, was an Geschmack rüberkommt, ist das von Ankerkraut und von diesem Starkoch aus Hamburg, finde ich das immer noch am besten. Da ist ich sage immer Leistung dazu, ist natürlich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber da ist halt am meisten Geschmack drin. Von daher, so. Jetzt ist das hier alles schön verteilt. Ich tue da, glaube ich, noch ein bisschen Öl gleich zu. Und dann tue ich das erstmal zur Seite, abgedeckt zur Seite. Ich muss mir hier kurz mal das Wetter genauer angucken, weil kann sein, dass es hier gleich anfängt zu regnen. Dann wird das heute so eine Sendung aufraten. Also, geht gleich weiter. So, das Gewitter ist jetzt so ein bisschen zur Seite weggezogen. Ich habe mir jetzt, weil wir brauchen ja einen Tzatziki, ich habe mir jetzt schon mal hier eine Gurke organisiert. Ich werde davon aber nur die Hälfte gebrauchen, glaube ich. Sowieso immer alles viel zu viel. Die schneide ich jetzt einmal in der Mitte auf. Dann nehme ich mir jetzt einen Löffel, nehme hier einmal die Teile raus. Die wollen wir natürlich nicht. So. Die Schale lasse ich da einfach mal so ein bisschen dran, war so ein bisschen Schale, ne? Finde ich eigentlich ganz cool, oder? Ne, ich schneide sie heute runter, ich schneide sie runter. Ich nehme einmal die Schale weg. Ich habe die jetzt beide hier so ein bisschen rudimentär runtergeschält. Und ich habe hier von meinem Lieblingskoch so eine Reibe. Die hat meine Mutter sich gekauft, weil die hat keinen Bock, sich da immer ihre Hände wegzuschneiden. Da habe ich mir so ein mittelfeines Teil genommen. Hier stürzen gerade die Möwen von den Dächern, weil sie lernen zu fliegen. Ist auch witzig. Also sorry für den Lärm im Hintergrund. Und ich reibe die jetzt hier einfach mal so runter. Ist natürlich mega scharf das Teil. Muss man natürlich so ein bisschen auf seine Finger aufpassen. Notfalls hätte ich dafür auch noch einen Handschuh bei mir im Apartment liegen und könnte mir den holen. Aber das brauchen wir ja alle nicht. Notfalls fahren wir ins UKE und lassen uns dann mal ein paar
Bluttransfusionen machen, weil wir uns die Finger weggehobelt haben. So, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Ich tue das von hier oben einfach mit zu. So, sehr klasse. Jetzt tue ich da ein bisschen Salz drauf. Wir wollen ja so ein bisschen was an Flüssigkeit daraus haben. Und da muss das Ganze jetzt 10 Minuten ziehen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen hier Knobi genommen. Den habe ich schon mal gepult. Den schneide ich jetzt mal eben hier so runter. Und dann wird er gleich ganz fein geschnitten. So, jetzt schneiden wir den hier noch ein bisschen weiter runter, sodass das halt wirklich richtig fein wird. Und dann können wir auch gleich das Wasser von der Gurke schon abgießen. Das zeige ich euch dann jetzt sofort. Hier ist jetzt meine Gurke. Da kann man schon sehen, wie das hier hin und her schwappt. Da werde ich jetzt einfach mal so beigehen und werde die ganze Flüssigkeit da so abnehmen. Sonst wird das ja alles viel zu flüssig. Und die gießen wir dann gleich ab. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier unten, die ganze Ecke, ist voll mit Wasser. So, ich habe jetzt die Flüssigkeit abgegossen. Jetzt kann man das hier sehen. So, das ist der Rest von der Gurke, der übrig geblieben ist. Da tue ich jetzt meinen wirklich super fein geschnittenen Knoblauch drauf. Und dann tue ich da gleich noch schön Joghurt drauf. Ich mache ja mal eben meinen Joghurt auf. Also eigentlich nimmt man da, könnte man das jetzt mit griechischem Joghurt machen. Man könnte das auch mit Quark machen und Creme Fraiche. Wir haben hier so einen Bulgari mit 3,5% Fett. Da tue ich mir jetzt mal ordentlich was von drauf. Das sieht ganz gut aus. Das sieht auch schon ganz gut aus. Von der Menge her ist das sowieso schon wieder viel zu viel. Immer wie immer. Das verrühren wir jetzt hier schön. Ich finde diese Schüssel hier ganz geil. Die ist auch hier unten drunter mit Gummi. Da rutscht nichts. Echt cool. Das riecht schon ganz gut. So, ich habe mir dafür von Ankerkraut die Tzatziki-Dip-Würzung besorgt. Da tue ich jetzt ein bisschen was von drauf. Die wird jetzt den ganzen Geschmack alles noch mal ein bisschen verstärken. Ich habe aber schon mal ein Tzatziki gemacht, das war, oder schon ganz häufig, aber ich habe schon mal eins gefilmt, und zwar als wir unser Beftiki gemacht haben. Wenn ihr so ein bisschen in der Mediathek so ein Jahr zurückgeht, müsstet ihr das eigentlich finden. Das Tzatziki da war auch ultra lecker. So, ich finde das in der Konsistenz ist das schon ganz geil. Schmecken wird das mit Sicherheit auch schon ganz toll. Ich lasse das jetzt einen Augenblick stehen. Dann zieht das noch ein bisschen mehr durch und dann können wir das nachher auf unserem Burger machen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe hier noch meine Zwiebel liegen. Meine Holzkohle ist gerade am Werden. Ich brauche jetzt einfach so Ringe. Wobei, ich kann auch halbe Ringe machen. So, die schneide ich mir jetzt hier einfach nur so runter. Die werde ich da gleich schön mit auf den Grill legen. Genau. Und dann werde ich die so ein bisschen angrillen, die kommen hinterher oben auf das Fleisch oben drauf. Im Fleisch selber sind ja schon Zwiebeln, habt ihr ja gesehen. Das ist schön eingelegt und mariniert da so vor sich hin. Während ich jetzt hier gerade meine Zwiebeln am Pellen bin, würde ich mich irre freuen, wenn ihr das erste Mal bei mir auf dem Channel seid. Sei willkommen, ich freue mich. Bleibt mir getreu, bleibt mir gewogen, abonniere mich bitte. Mach die Glocke an, damit du siehst, wenn es was Neues gibt von uns, weil es gibt ja so einmal in der Woche mindestens was. Immer im Laufe der Woche tue ich ein neues Video raus, ab und an auch zwei. So siehst du, das ging verhältnismäßig schnell und einfach. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst die Glocke nicht. So, meine Feuertonne ist bereit und ist an. Mal gucken, ob wir sie heute gerade hingestellt haben oder ob schon wieder alles schief ist. Ja, geht so. War schon mal besser, hört man. Die Hälfte wieder ins Feuer. Aber dann sieht man halt auch gleich, dass da Feuer ist. Heiß ist sie auch, wie wir hier sehen können. Super geil. So, dann kommt da jetzt mein Fleisch drauf.
Hier könnt ihr sehen, richtig schön durchgezogen. Ich glaube, ein bisschen viel für zwei Burger, aber uns wird schon was einfallen, was wir damit essen, was wir da weiter mitmachen. Schön viel Zwiebel da drin. Hat jetzt richtig schön etwas mehr als eine Stunde durchgezogen. Dadurch, dass wir hier zwischendurch halt auch schon wieder Kackwetter haben. Das sieht auch schon wieder ganz schlecht aus hier für mich. Da muss ich bis heute dann so ein bisschen aufraten, das Ganze. So, das lassen wir jetzt hier mal schön anschmoren. Meine Buns tue ich schon mal wieder hier seitlich hin. So. Die können wir schon mal so ein bisschen kross werden. Das Feuer hier ist gerade dabei, noch ein bisschen heißer zu werden. Das noch am Werden. Sehr geil. Kommt jetzt langsam. Die Kohle, die ich jetzt gerade habe, ist nicht ganz so heiß. Ich hatte vorher eine andere, die hat mir Hitze gebracht. Diese hier, die braucht lange, um heiß zu werden. Dann hat sie irgendwie so kurzfristig einen Höhepunkt. Und dann geht sie auch schon wieder in Leistung zurück. Also die ist jetzt kurz vorm Orgasmus. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen Fleisch probiert. Das ist richtig geil. Ich tue hier oben jetzt ein bisschen was von meiner runtergeschnittenen Zwiebel hin. Die wollen wir ja auch noch so ein bisschen angaren. Aber nur so ein bisschen. Das ist super. Ein bisschen Salatblatt habe ich mir hier auch noch mitgebracht gleich. Das sieht doch schon alles klasse aus. Und dann geht das auch bald ans Montieren. Das sieht so jetzt alles schon richtig geil aus. Ich baue mir jetzt ein Setup und dann bauen wir die zusammen. So, wir fangen an zu montieren. Nummer 1. Nummer 2. Unten drauf kommt, ich habe was vergessen, den Löffel. Also einmal kurz nach vorne laufen, Löffel holen. Ich habe den Löffel nicht vergessen. Der Löffel ist reingefallen und ich darf ihn jetzt ablecken. Geil. Boah, geil. Unser Tzatziki. Jetzt schön was in der Mitte drauf. Sieht jetzt nicht geil aus. Oh, und das ist so geil im Geschmack. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, schön Tzatziki drauf. Salat. So. Ich stehe ja so ein bisschen mehr auf Salat. Deshalb tun wir hier auch ein bisschen mehr Salat drauf. Mein Fleisch ist hier oben so schön am Braten. Das werden wir jetzt ändern. Das tun wir jetzt hier schön drauf. Ich brauche mal ein zweites Werkzeug, weil ich verbrenne mir sonst hier gnadenlos die Finger. Schön noch mehr Fleisch oben drauf. Die Hälfte fällt natürlich daneben. Klar, weil ich das zu groß geschnitten habe. Ich hätte das natürlich auch kleiner schneiden können. Aber ich finde, so ist das genau richtig. Genau so, wie ich es mir wünsche. Optimal. So, jetzt tun wir hier oben noch ein bisschen mehr Fleisch drauf. Dann kommen da oben schön Zwiebel drüber. Richtig genial. Richtig Zwiebel oben drauf. Wie sich das gehört. Mein zweiter steht noch hier unten. Dann haben wir da noch ein bisschen, ich würde sagen, Löffel von meinem Tiramisu, hätte ich beinahe gesagt. Ist aber genauso geil wie Tiramisu. Sollten wir auch mal machen. Habe ich noch nie gemacht. Dann ein bisschen Tomate und dann müsste da eigentlich oben der Deckel drauf. Da ist er. Ich tue den da jetzt mal einfach so symbolisch drauf. Damit haben wir den ersten gebaut. Den zweiten baue ich jetzt gleich ohne euch. Und dann gibt es gleich den Abspann. So ist hier jetzt mein zweiter entstanden. Sieht doch richtig geil aus, oder? Wahnsinn. Mein Gott, kannst du mit dem Geschrei nicht mal aufhören? Meine Fresse. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Hier oben schreien schon wieder die Möwen, wie blöde. Ich kann es leider nicht ändern. Ist halt Natur. Finden wir ja auch gut. Deshalb sind wir ja auch hier. Ist aber trotzdem einer der letzten Videos, die wir jetzt hier gemacht haben.
demnächst ist es vorbei, dann gibt es auch Outdoor-Videos, aber die werden dann in Hamburg stattfinden. Das heißt, so ein bisschen Trauer ist halt auch da. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser Gyros-Burger mit dem Tzatziki, super lecker, hat uns irren Spaß gemacht. Mir hat es irren Spaß gemacht, das zu machen für euch. Wenn es euch gefallen hat, mein Video, gebt mir einen Daumen nach oben. Teilt es mit Freunden, erzählt der Oma davon, wie geile Burger man machen kann, weil wenn am Wochenende ist, Burger Time. Mal sehen, wie lange ich diese Serie noch aufrechterhalten kann, jedes Wochenende einen Burger zu machen. Besucht mich auch gern bei Instagram, da gibt es auch noch ein bisschen mehr Sachen als nur Burger. Als nächstes mache ich jetzt gleich wieder einen Kuchen, wieder in der Pfanne, diesmal mit einer Birne drin. Kommt auch demnächst auf dem Channel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst, euer Frank vom foodbloghamburg.de. Bis dann, ciao, ciao.